Hey Leute, es gibt neue Shirts im Bergmann-Shop. Unter anderem das offizielle From the Future-Shirt, inklusive Redaktionsausweis und Zertifikat. Wenn ihr euch also den Abenteuern unserer From the Future-Redaktion anschließen wollt, dann schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Minecraft Pyro. Und wenn euch die Folge gefällt, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da. Willkommen in unserem neuen From the Future-Hauptquartier. Professor Magic? I don't hear. Was was wollt ihr von uns? Wer seid ihr? Zieht das Schwert! Nina, zieht das Schwert! Zurück! Zurück! Zurück mit euch! Oh Gott! Was ist das? Setzen Sie uns nicht! Schauen Sie Sir Crackers Muskeln an! Ja, ich sehe es! Wie wollen Sie dagegen ankommen? Was wollt ihr von uns? Zurück! Darf ich vorstellen, Professor Magic, Professor Lord ich Magic bin für Sie. Professor Maudado. Er ist der Hofmagier der Queen. Sind das die, von denen Sie erzählt haben? Ja, das heißt, ihr seid die Wissenschaftler. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, wirklich. Es war sehr, sehr schön, dass wir uns gemeinsam heute Abend kennengelernt haben. Und ich bin mir sicher, das war nicht die letzte Begegnung. Also, zeig mir mal die Sonnenblume. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Ein seltsamer Gesellen, wenn ihr mich fragt. Wie haben die uns so schnell gefunden, sehr bitte? Merkwürdig. Die meinten doch, dass sie irgendwelche Wissenschaftler sind. Was wäre denn, wenn wir denen diese Kugel geben würden? Nein, das ist meine Kugel. Und solange ich den Wert nicht ermittelt habe von dieser Perle, gebe ich das ganz sicher nicht irgendwelchen dubiosen Gestalten, die mir nachher noch sagen, ja klar, das ist 2 Goldnuggets wert in Wirklichkeit. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir die verkaufen, sondern dass wir herausfinden, was mit dieser Kugel los ist. Ja, aber das wir sind ja kurz Wissenschaftler. Davor, wenn wir die besuchen, dann sind wir nicht mehr im heimischen Territorium. Wir haben da nicht mehr alles unter Kontrolle. Und ihr dürft nicht vergessen, dass die immer noch mit der Marine zusammenliegen. Ja, das kann doch gehörig schief gehen, wenn wir da auftauchen. Ja, oder wir fragen einfach danach, ob die sowas kennen oder machen die eine Zeichnung oder keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall... Wir sollten einfach mal unsere Konzentration auf diese Platte richten. Da bin ich auch für. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Ich will erstmal herausfinden, ob da irgendwas dran ist. Oder ob die... Naja, so ganz kompetent wirken die jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann aber auch alles gespielt sein, ne, Leute? Nicht vergessen, das kann auch alles gespielt sein. Es kann sein, dass sie uns vielleicht tatsächlich doch irgendwie erkannt haben. Und wir können ein falsches Spiel mit uns spielen. Und in Wahrheit locken die uns jetzt wirklich so ein Aufwand für uns? Ja, aber da wäre es intelligenter, wenn wir uns einfach die Marine hier auf den Hals setzen würden. Die wissen ja, wo wir wohnen. Ja, wo wir sollten auf jeden Fall Waffen mitnehmen. Wir sollten auf jeden Fall erstmal reingehen, denn ich höre hier schon wieder... Ja, das stimmt. Schon wieder gruselige Gestalten. Ja, wieder nicht geheuer. Ab ins Bett, Leute. Und morgen brechen wir auf. Wir sollten vielleicht trotzdem das ein oder andere Schwert mitnehmen. Oder? Das sowieso. Aber sollten wir nicht erstmal uns irgendwie einen groben Plan überlegen, was wir da machen? Oder sollen wir wirklich erstmal nur... Verzögerung. Ich brauche keinen Plan. Ich gehe einfach. Okay. Wir machen das CNT ein, kein Plan, sagen, aber wir und müssen... Und dann läuft das. Ja, zwei lenken wir ab und wir ziehen die Platte ab. Du willst sie bestehlen? Willst du die direkt schon? Also, ja, genau sowas meine ich. Das geht wieder alles schief, wenn wir da auftauchen. Wie wollen wir denn rausfinden, ob die Platte da wirklich reinpasst? Indem wir uns wir schauen uns die Platte jetzt einfach erstmal an. Ja, aber wir können vielleicht finden wir irgendwas, was auch so ähnlich aussieht. Weil bei denen kann es genauso gut sein, dass es einfach irgendwie seltsame Kristalle haben und die nicht erkennen. Also ich wäre dafür, dass wir die austauschen. Womit denn? Wir könnten das mit der Melone austauschen. Ja, oder einfach einfach nur ein Holz, wenn man ein bisschen platt gedrückt ist oder irgend sowas. Wir müssen erstmal schauen, wie diese Platte überhaupt aussieht. Ja, und habt ihr noch irgendwas zum Handeln im Zweifelsfall? Das ist eine gute Idee, wir sollten irgendwas zum Handeln mitnehmen. Zuckerrohr. Zuckerrohr, das könnten die gebrauchen. Also die handeln auf jeden Fall mit Pflanzen, das wissen wir ja. Und Karotten habe ich auch. Ich glaube nicht, dass wir sie mit Karotten rumkriegen werden. Aber die Schleimbälle, was ist mit Schleimbällen? Haben wir noch Schleimbälle? Schleimbälle sind alle weg, oder? Ich glaube auch. Wirklich? Hattet ihr die nicht noch letztens? Oder war das nur ein Bluff? Alle verarbeitet. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig als... Wir könnten sie vergiften durch den Fisch. Selfie, erst willst du sie bestehlen, dann vergiften. Ja, aber wir könnten sie dadurch bestehlen, dass sie vergiftet sind. Ein bisschen vorsichtiger sein. Aber dann müssen wir uns auf Zuckerrohr setzen, oder? Sind Sie sich sicher, dass Sie die Perle mitnehmen wollen? Ich denke schon, ja. Oder vielleicht die Perle. Das ist immer noch ein... Für alle Fälle sollten wir... Notfallplan. Wir haben auch noch Diamanten, ne? Wir haben auch noch Diamanten. Dann nimm die Diamanten auch noch mit. Ab ins Bett jetzt!
Gute Nacht. Na gut. Schlaf gut, Leute. Los. Schlaf gut. Ich glaube, hier sind Monster in der Nähe. Ach was. Das ist nur der Wind, sehr viel. Okay, Leute. Ab in die Bude. Mach das Tor auf. Ich mach das Tor auf, Alter. Zack. Ich bin heftig am Hebel, Alter. Bam. Ich hab die Karten. Ich hab mir hier ein bisschen. Ey. Mach Platz jetzt hier, Alter. Immer nur einer raus. Immer nur einer. Der Navigator geht immer voraus. Tut mir leid. Hier ist übrigens immer noch dieser riesige Tempel, Leute, ne? Ja. Lassen wir das Tor jetzt offen hier bei uns? Und wir müssen direkt über den Tempel hinweg. Ja, komm. Ja, komm. Was soll denn schon passieren? Leute, ich kann was sehen. Was kannst du sehen? Der Navigator. Ja, das ist die Koordinaten. Das ist Häuser. Die sind ja wirklich direkt bei uns. Wie haben wir das denn nicht gefunden? Okay, kommt, Männer. Wir gehen einfach mal an Land. Das muss von denen sein, oder? Mit der oben auf dem Turm ist jemand. Der muskulöse Mann steht da schon. Oh Gott, ich sehe ihn. Ganz riecht nach Hundemist. Na, Hühnermist, Hundemist. Hundemist? Das ist ein interessanter Geruch. Hallo? Oh Gott. Hallo. Guten Tag, Herr. Wo kommen Sie denn jetzt her? Wie war Ihr Name nochmal? Richtig? Sir Cracker bin ich, ja. Ich war auf dem Aussichtsturm. Ich habe Sie anreißen gesehen. Moment mal! Sie sind nicht der Echte. Ich wollte gerade sagen. Der alte Sir Cracker hat mir gesagt, er isst nur Fleisch. Was ist das in Ihrer Hand? Ach, das sind nur... Das sind die Karotten von Professor Magic. Daher bezieht er seine Macht. Lügenbaron Safi? Mach einen deiner berühmten Lügendetektor-Tests mit Herr Cracker. Das sind keine Lügen. Sir Cracker. Entschuldigung, aber noch glaube ich nicht, dass dieser Mann ein Sir ist. Solange er sich nicht bei Baron Safi verifiziert hat. Sind Sie ein Sir? Natürlich. Okay, ich hab's. Ja. Okay, gut. Okay. Dann schön, dass Sie uns eingeladen haben hier auf Ihre Insel. Ja. Und ja, wir kommen mit Gaben und Geschenken und auch dem ein oder anderen Handelsgut, das wir Ihnen ganz gerne anbieten würden. Oh, sehr schön. Vielleicht können Sie uns ja einmal kurz rumführen, damit wir erst einmal kurz wissen, wo wir uns denn hier genau befinden. Wir haben schon seltsame Bauten entdeckt. Ja, das stimmt. Ich führe Sie erstmal in die Taverne. Das klingt sehr gut. Taverne klingt sehr gut. Eine eigene Taverne. Oh. Okay, Achtung, nicht den Kopf stoßen. Genau. Professor Magic, was sind das hier für Leute? Oh, hallo? Hallo? Sir Cracker? Was sind das für Stimmen da draußen? Na, alte Bekannte! Oh, hey! Hallo! Hey. Na, alles gut? Hallo. Schön, euch wiederzusehen. Ist mit ihr Bein alles in Ordnung? Ja. Er präsentiert nur wieder, er gibt gerade wieder mit seinem Tun an. Die Schuhe, ne? Sie sind nicht einer. Hört bei uns auf den Tisch. Ist ja gut, ich nehme ein paar. Wie viel Gold wollt ihr dafür? Sir Cracker, was fällt Ihnen eigentlich ein, Staatsbesuche hier in eigene Hand zu nehmen? Ich meine... Sie sollten doch Ausguck halten und uns bei Kontakt informieren. Na, Sie Professor waren ja Magic wie immer in der Taverne. Professor Magic ist doch letztlich immer dazu bereit, im Hafen Leute zu empfangen. Wie immer? In der Taverne? Was soll denn das heißen? Ja, Professor Magic, ich will nichts sagen, aber in letzter Zeit ist Ihr Traubensaftkonsum ganz schön in die Höhe geschnellt. Was kann ich dafür, wenn Traubensaft so süß und lecker ist? Und vor allem, wo bauen wir hier Traubensaft an? Wo kommt der überhaupt her? Hier ist Sonnenblumenöl. Das ist das Einzige, was wir haben. Danke für die Sonnenblumen. Mega unangenehme Situation gerade. Wollen wir rausgehen? Nein, alles cool, Leute. Alles okay. Ja, wir müssen uns vor unseren Gästen benehmen. Wir müssen uns vor unseren Gästen benehmen. Wieso haben Sie denn alle Karotten in der Hand? Also das ist ein neues Forschungsprojekt? Das sind Power-Snacks. Power-Snacks, okay. Möchten Sie auch ein paar? Hier. Ich hatte eher gehofft, dass wenn sie uns hier schon in die Taverne bringen, dass wir vielleicht ein schönes, kühles Bierchen oder sowas mal serviert bekommen. Verzögerung, Sie haben meine Karotten. Herr Bergmann hat meine Karotten. Nee, das ist eine Karotten. Das sind unsere, wir sind ein Team. Das stimmt. Ja, ich habe jetzt überhaupt nichts, aber ihr schon. Ja, wir teilen das auf. Ja, nehmen Sie, meckern Sie. Ihr schon. Ja, wir wollen ja nicht gierig sein, ne? Aber haben Sie noch ein Gläschen Traubensaft vielleicht? Ist doch momentan aus. Professor Magic hat einfach zu viel runtergespült. Ja. Der ganze einfach, Traubensaft ist aus. Ist echt schwierig, da überhaupt hinterherzukommen mit der Produktion. Hey. Aber vielleicht könnten Sie uns ja mal rumführen, Professor Magic. Ja, sehr gerne. Kommen Sie mit. Also das ist unsere Taverne. Hier gibt es eigentlich nur einen Tisch und keine Bar. Aber... Ja, was soll man machen? Das hier Huhn flüchtet. Auf der Insel das sind halt die... ist geflohen. Das Hühnchen. Oh ja, das ist so in Ordnung. Das wo soll's denn hin? Guck, wo soll's denn hin? Wir haben hier Freiland halt. Das ist ja eine große Insel. Hier vorne haben wir unseren berühmten Aussichtsturm.
Wittercrackers Stamm sitzt dort oben. Und wir sehen natürlich alles auf eine sehr große Entfernung. Also, puh, einfach so angreifen, ohne dass wir es nicht mitbekommen. Ja, wer würde sie denn angreifen? Niemand vor. Ja, man weiß ja nie, was hier alles los ist. Dass sie jetzt unsere Sternwarte. Moment hier, Moment. Ich möchte dir noch erstmal zeigen, was wir mit ihrem Geschenk vom letzten Mal angestellt haben. Schauen Sie, wir haben hier angepflanzt. Tatsächlich schon. Und. Ja, also ist das beabsichtigt, dass die Sonnenblumen hier so im Schatten stehen? Ja, ja, die schauen gerade die Sternwarte an, die begeistert. Vor allem. Herr Verzögerung, wo ist denn Ihr Schatten? Sehen Sie nicht die Sonne, den Sonnenstand momentan? Die scheinen doch direkt auf die Sonnenblumen. Ja, natürlich, ja. Aber Sie also, ich bin ja kein Biologe, ich kenne mich da nicht aus. Die Sonnenblumen nicht verkehrt rum zur Sonne? Nein, die werden von hinten. Die haben ihre Kollektoren auf der Rückseite. Ach so, sagen die wachsen von hinten. Was ist denn? Aber das mit der Tierhaltung sieht aber auch ein bisschen fragwürdig aus. Das ist ein Experiment. Das ist ein Experiment von Professor Magic. Das ist nicht mal ein Experiment. Also das ist Professor Magics Forschung. Er möchte einfach gucken, wie viele Tiere auf möglichst engem Raum zusammenpassen. Aber warum? Das ist doch Tierquälerei. Nein. Sehen Sie die Tiere? Das ist nicht mein Experiment. Also will mir so Ursach wieder anhängen. Der hat das am ersten Tag, wir sind hier gelandet, und hat instant die Tiere eingesperrt. Und schauen Sie mal. Und hat sie die ganze Zeit vermehrt. Vermehrt. Man kann denen einfach Karotten geben. Und ist da auch ein Wolf drin? Das ist wirklich ein interessantes Experiment, würde ich sagen. Wie wäre es, wenn Sie da mal eine Katze Raubtiere und Beute so eng zusammen? Ja. Oh, haben Sie eine Katze? Ja. Die hätten wir tatsächlich. Wir haben sogar eine Menge. Katzen haben wir hier leider auf der Insel nicht. Vielleicht finden wir etwas, womit wir tauschen könnten. Ja, Sie verstehen, was ich meine. Also an der Katze hätten wir Interesse. Haben wir das also, Professor Magic? Ja, also haben wir. Wir haben ja auch noch Platz für eine Katze hier drin. Wir hätten gerne. Ja, genau. Das stimmt. Hier wäre noch ein Fleck. Genau. Okay, was ist das hier für ein Gebäude? Das interessiert mich auch sehr. Dieses riesige... Das ist eine Kanone? Nein, das ist unser Observatorium. Kanone. Das ist doch keine Kanone. Kommen Sie aber alle hoch. Wir zeigen Ihnen das hier mal. Der Wissenschaftsunerfahren. Was ist das hier für schwarze Magie? Es fliegt. Das ist eine Jux. Schaut mal. Ui. Oh Gott. Hallo, die Herren? Ja. Ja? Wir kommen hoch. Wir kommen hoch. Wir kommen direkt hoch. Ey, nimm sie mit. Nein, das kann man nicht machen. Wahnsinnig. Wir sind doch ehrenvolle Männer. Das hier ist oben unser Forschungstrakt. Also hier lagern sie also die ganzen Forschungsobjekte, ist das so? Genau. Ja, was ist also, wenn das wir denn welche was haben. Was ist denn das hier? Momentchen, Herr Verzögerung. Ich möchte Ihnen erstmal einen Blick durch unser Observatorium. Ja, natürlich. Sehr gerne. Das ist gar keine Kanone, das ist ein... Durchs Teleskop gucken und da können sie echt richtig weit mit in den Himmel gucken. Oh, das sehe ich. Das sehe ich. Geht mal schon. Das ist echt krass, wie man so sagt. Was ist denn das? Warum zerstören Sie unsere... Ich hab gar nichts zerstört, ich hab nur geguckt. Unsere Zauberbox. Er wollte gerade unser... Wollte ich wirklich nicht. Unser Empfänger für magische, unsichtbare Wellen in der Luft zerstören. Also, die Herren, ich möchte jetzt mal was präsentieren, okay? Das ist die magische... Musik. Dieses magische Musikabspielgerät, was wir erfunden haben, okay? Leute, spitzen Sie mal Ihre Ohren. Ist das die Platte, die Sie... Das ist die Platte, von der ich berichtet habe, ja? Und jetzt? Das Artefakt. Wie kann das... Könnten wir die mal sehen? Natürlich! Wie ist das möglich? Ja, die dürfen Sie auch mal halten, aber Vorsicht, erstmal vorher Sicherheitsschuhe anziehen, die Herren. Das ist ja ein Ding. Würden Sie mit der handeln? Das ist momentan unser einziges Stück, Hier, schauen Sie mal. Und wir sind noch mit die Forschung sind dazu noch nicht abgeschlossen. Wir wissen halt nicht, wie gefährlich das vielleicht doch sein könnte. Gefährlich. Das haben wir hier unten in der Höhle entdeckt, ja? Also. In der Höhle? Und wir haben halt. Insel? Danke, dass Sie die Platte wiedergegeben haben. Bitte, sehr gerne. Die passt nicht mehr rein. Hä? Haben wir sie vielleicht kaputt gemacht? Ja, das ist ja blöd. Es kann sein, ich habe vorhin noch ein Stück Fleisch gegessen. Das war ein bisschen fettig. Ich habe irgendwie die halbe Platte nur zurückgegeben. Hier ist der zweite Teil. Genau. Hier. Oh, jetzt haben wir. Ja, genau. Okay, Moment, das ist gar nicht die Platte. Wollt ihr mich hier auf den Arm? Doch, das ist.